Heben Sie Ihre Hände, wenn Sie alleine sind. Oder sprechen Sie einfach direkt zu Gott, wenn Sie ehrlich sind. Und sagen Sie zu ihm, wenn es dich gibt, dann zeig mir den richtigen Weg. Führe mich den geraden Weg. Und Gott ist sehr barmherzig, er ist der Allerbarmer. Wenn Sie es vom Herzen machen, ich bin mir sicher, er wird Sie zum richtigen Weg führen. Und jetzt gehen wir zu der Hasspredigt über, die natürlich eine Liebesbotschaft ist. Er soll das Buch für mich halten, ja? Hab ich, ja. الحمد لله الذي أرسل رسوله ليثيره على دين كله ولو كان المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Erstmal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. Überall wo wir hingehen treffen wir Brüder die gut drauf sind. Alhamdulillah. Ich habe gerade eben einen Vers vom Koran aufgesagt und dann sieht man Leute, die sich Muslime nennen, die sind Buh am Schreien. Da muss man sich fragen, wie weit es da mit dem Islam ist. Aber Alhamdulillah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Auf jeden Fall. So, was wurde nochmal gesagt? Hassprediger kommt nach Freiburg. Ach ja, wir sind in Freiburg. So, hast du mal was Geld? Ich habe ein Angebot. Da wir ja angeblich Lügner sind. Und wer etwas Gegenteiliges behauptet von dem, was wir predigen, der muss ja die Beweise bringen dafür, oder? So ist das auf der Skala des rationalen menschlichen Verstandes. Ja? Immer noch 100 Euro. So. Ich habe vor drei Jahren in Frankfurt gemacht. Ich habe es letzte Woche in Bremen gemacht. In Deutschland scheinen alle so reich zu sein. Ich mache heute nochmal das Angebot. Hier sind 100 Euro. Man soll einfach jetzt in YouTube reingehen, Pierre Vogel eingeben. Da finden sich ungefähr 105.000 Einträge. Wer eine Aussage findet, wo wir... Gut. Guck, jetzt können Sie nur schreien. Gut, das wollen Sie nicht hören. 100 Euro von dir. Gut. Hier. Hat noch einer? Jetzt hat gerade noch einer 100 Euro dazugegeben. Das heißt, es gibt sogar 200 Euro. Okay? Ich gucke ein Handy dazu. Er bietet sein Handy. Man soll einfach hingehen, wer dort eine einzige Aussage findet, wo explizit dazu aufruft, nimm das Geld erstmal, Bruder. Wo explizit dazu aufgerufen wird, ein Gesetz in diesem Land zu übertreten, krieg ich, wie gesagt, 200 Euro. Ist doch so einfach. Die Sache ist doch so klar, einfach nach Hause gehen, YouTube einschalten. Man hat die Auswahl von 105.000 Einträgen. Und da muss sich doch irgendwas finden lassen. Aber wenn sich nichts finden lässt, dann behauptet man etwas und dann ist man ein Lügner. Okay. Für die Leute hier heute, die ein offenes Herz haben, die ein offenes Herz für die Wahrheit haben, wollte ich kurz einige... Für diejenigen, die heute die Wahrheit wollen, wollte ich kurz einige Punkte erwähnen. Ja? Weil es gibt hier in diesem Land einige Leute, die das friedliche Nebeneinander vergiften wollen. Und dazu gehören beispielsweise Rechtspopulisten, die versuchen, den Menschen einzureden, die Muslime, die hier in Deutschland leben, die sind hier und die verhalten sich jetzt nur friedlich. Aber wehe dem, die werden mal mehr... Dann werden die Leute hier abschlachten. Und dann sieht man dann, dass sie mit angeblichen Beweisen in Fußgängerzonen in Deutschland stehen und gegen die Muslime am Hetzen sind. Und dann sagt der Muslim natürlich zu ihm, hört mal, im Zweiten Weltkrieg sind 60 Millionen Menschen getötet worden.
Im Ersten Weltkrieg sind 14 Millionen Menschen getötet worden. Wie viele Millionen von Menschen sind bei der Kolonisierung gestorben, bei der Kolonisation gestorben? Wie viele Millionen Menschen sind in Nordamerika gestorben von den Native Americans, von den Indianern in Südamerika? Und deswegen braucht natürlich der Islamhasser jetzt eine Antwort. Du kommst hier mit Massenmördern wie Mao Zedong, Adolf Hitler, Stalin. Und dann sagt er natürlich, hey, aber durch den Islam sind 270 Millionen Menschen angeblich gestorben. Das hörst du jedes Mal, dann stehen sie auf dem Marktplatz und schreien, der Islam hat 270 Millionen Menschen getötet. So, und dann fragst du dich, Mensch, 270 Millionen Menschen sollen durch den islamischen Terrorismus getötet worden sein? Angeblich durch Adolf Hitler 60 Millionen, durch Stalin 50 Millionen, Mao Zedong 40 Millionen oder wie auch immer die Zahlen genau sind. Und dann sagt der Islamhasser, guck mal, aber durch den Islam wurden angeblich mehr Menschen getötet als durch all diese Massenmörder zusammen. Dann sagen die, das war alles der Prophet Mohammed. Und dann müssen sie natürlich eine Zahl nennen. 270 Millionen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie kommen sie eigentlich auf die Zahl 270 Millionen? Es muss ja irgendeine Referenz dafür geben. Deswegen, liebe Nichtmuslime, lasst euch nicht von dem dummen Gequatsche von irgendwelchen Rechtspopulisten für blöd verkaufen. So, fragen wir, wo sind die Referenzen? Wo sind die Referenzen von denen, die sagen, der islamische Terrorismus hätte 270 Millionen Menschen das Leben gekostet? Was war? 270 Millionen Menschen das Leben gekostet. So. Und da habe ich mich beim Internet auf die Suche gemacht. Da gibt es ein Shobat-Institut von einem gewissen Walid Shobat, der übrigens laut CNN ein notorischer Lügner ist, das nur mal nebenbei. Und dann sieht man, wo er die Zahlen her hat. Also angeblich hätten die Muslime 120 Millionen Menschen in Afrika getötet. Angeblich hätten die Muslime im Nahen Osten 50 Millionen Christen getötet. Und angeblich hätten die Muslime nach Elst 80 Millionen Hindus getötet. So, dann fragst du dich, ja, wo haben die Fakten her? Jetzt muss man erstmal eins bedenken, wie die Gesamtzahl der Weltbevölkerung zur damaligen Zeit überhaupt aussah. Es ist alleine, wenn man der Gesamtzahl der Bevölkerung zur damaligen Zeit nachgeht, ist diese Zahl völliger Schwachsinn. Das passt vorne und hinten nicht. Ja, ich weiß, ihr habt was dagegen, wenn wir dagegen reden. Wir wissen das. So, also, in Afrika, und dann liest du weiter, wo kommen die Zahlen her? In Afrika, laut einem Missionar, David Livingston, sind 120 Millionen Afrikaner getötet worden. Dann liest du weiter, wie ist das denn gekommen? Übrigens, im Jahre 600, als der Prophet a.s.w. gelebt hat, da war die Weltbevölkerung insgesamt ca. 200 Millionen. Die Weltbevölkerung. Im Jahre 700, 210 Millionen. Im Jahre 800, 220 Millionen. Im Jahre 900, 226 Millionen. Im Jahre 3000, 310 Millionen. Im Jahre 1100, 301 Millionen. Im Jahre 1200, 360 Millionen. Und im Jahre 1300, 400 Millionen. Ja? So. Das heißt, wenn es dort so einen Bevölkerungseinbruch gegeben hätte, 120 Millionen Afrikaner, wisst ihr, wie viel das sind? Das sind doppelt so viele Menschen, wie im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Das heißt, wir wissen ganz genau, also wir wissen das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ja, wann der Zweite Weltkrieg war. Um 1940 war die Weltbevölkerung
2,3 Milliarden. Das heißt, in der Zeit, wo die Weltbevölkerung ca. 2,3 Milliarden betrag, wo es moderne Waffen gab, da wurden gerade mal bei dem schlimmsten Krieg in der Weltgeschichte 60 Millionen Menschen getötet. Diese Leute behaupten, dass die Muslime in Afrika zu einer Zeit, wo es diese Waffen nicht gab und wo die Weltbevölkerung viel weniger war, 120 Millionen Menschen durch die Muslime getötet worden seien. 120 Millionen Menschen seien durch die Muslime getötet worden, doppelt so viele wie im Zweiten Weltkrieg, obwohl es im Zweiten Weltkrieg eine viel größere Bevölkerungsanzahl gab und obwohl es dort viele moderne Waffen gab, mit denen man viel mehr Menschen töten konnte. Weiter im Text. So, dann liest du weiter. 120 Millionen Menschen sollen durch Muslime in Afrika getötet werden. Dann fragst du, wie ist das denn passiert? Weil wisst ihr, Westafrika ist nur durch friedliches Predigen zum Islam gekommen. Das heißt, woher die ganzen Toten? Und dann liest du weiter, dann kommt die Erklärung. Die Erklärung ist dann, guck mal, bei 11 Millionen Sklaven, die Zahl wissen wir auch nicht, wo die her hat, die nach Amerika verschifft worden sind und 15 Millionen andere Sklaven, ja, muss man rechnen, dass circa für jeden Sklaven, der verschifft worden ist, fünf Afrikaner gestorben sind. Das heißt, in der Liste macht er die Muslime dafür verantwortlich, für die Toten verantwortlich, die durch den Imperialismus des Westens und durch die Sklavenhalterei des Westens in Nord- und Südamerika ums Leben gekommen sind. Das muss man sich mal reinziehen. Und da stehen die auf der Straße mit trockenem Gesicht, ganz überzeugt, hier, ihr Muslime, durch euch sind 120 Millionen Menschen in Afrika getötet worden. Wahnsinn. Wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man Volksverhetzung. Das nennt man Volksverhetzung. Wenn ich jetzt sagen würde, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, XY, die ist so gefährlich und wenn ihr die jetzt nicht in ihren Rechten beschneidet, dann werden die immer größer und dann werden die irgendwann in 50 Jahren oder in 100 Jahren euch töten und der Beweis dafür ist, der historische Beweis, dass das auch vorher in Afrika so passiert ist, dann ist das eine pure Hetze. Und sowas wird erlaubt. Sowas wird erlaubt. Das ist eine pure Hetze. Dann geht's weiter. Christen. Angeblich sind im Nahen Osten 50 Millionen nach Raphael Moore, wieder so einer von der Sorte, 50 Millionen Christen getötet worden. Und jeder kann das im Internet nachschauen. Wo ist die Referenz? Dann steht dort grobe Schätzung. Grobe Schätzung. Das heißt, wir runden einfach mal auf. Grobe Schätzung. Und übrigens, wenn dem so gewesen wäre, 50 Millionen, ich will nur erinnern, im Holocaust sind 6 Millionen Juden getötet worden. Mit den modernsten Vernichtungstechniken. 6 Millionen. Hier behauptet jemand, dass zu einer Zeit, wo es diese Technik nicht gab und wo die Bevölkerungsanzahl viel niedriger war, 10-mal so viele Christen angeblich durch die Muslime getötet worden seien. Wäre dem so gewesen, dann hätte man es mit einem strukturierten, geplanten Genozid zu tun und dann gäbe es heute in der arabischen Welt keinen einzigen Christen mehr. Aber diese Lügen, die werden hier den Menschen auf der Straße auf den Tisch gelegt, die werden ihnen vorgelegt, um die Menschen gegen die Muslime aufzuhetzen. Um die Menschen gegen die Muslime aufzuhetzen. Und deswegen muss man was dagegen tun. Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist, dass man über diese ekelhaften Lügen
aufklärt. Das ist der erste Schritt. Und nicht, indem man einfach nur steht, lüg mal, sondern indem man Fakten bringt. Indem man die Menschen rational anspricht. Mit logischen Argumenten. Dann der nächste Punkt. Hindus. So. Hindus sind angeblich laut Elst zwischen 1000 und 1525 80 Millionen Hindus in Indien getötet worden. Nochmal, in den Jahren 1000 bis 1525. Wir haben gesagt, in dieser Zeit, 1000 bis 1025, ja, war die Weltbevölkerung bei 300.000 bis 500.000. Wie will man in dieser Zeit 80 Millionen Hindus töten, ohne moderne Kriegswaffen? Das ist eine pure Lüge. Es hat keinen Hand und Fuß und da gibt es keine einzige neutrale wissenschaftliche Studie zu. Das sind also pure Lüge. Das ist also, liebe Mitbürger aus Freiburg, der erste Weg, um sie gegen uns aufzuhetzen. Um ihnen zu erzählen, guck mal, die Geschichte beweist, dass die Muslime euch töten wollen. Okay? So, dann kommt das nächste. Ich hatte eine Kundgebung in Hannover gehabt und da kamen auch Rechtspopulisten und haben dieses Blatt hier verteilt. Ja? Hier steht drauf, wo Allah das Töten im Koran befiehlt. Was wollen sie damit sagen? Sie wollen sagen, schau, die Muslime müssen sich vom Koran distanzieren. Ansonsten haben die keinen Platz in diesem Land. Ansonsten müssen wir deren Rechte beschneiden. Weil die wollen dich töten. Hier steht es im Koran. Schau mal die Verse. So. Und dann liest du dir die Verse mal durch. Da gibt es natürlich keinen Kontext. Da gibt es natürlich weder einen geschichtlichen Kontext, einen historischen Kontext, noch einen textlichen Kontext. Und da steht dann, an einer Stelle, ich gebe nur ein Beispiel, steht dann dort die Sure 40, Vers 25. Jetzt gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Sure 40, Vers 25 steht dort als Beweis, dass die Muslime ganz gefährlich sind und die Kinder der Nichtmuslime töten wollen. Da zitiert er Sure 40, Vers 25. Tötet die Söhne derer, die mit ihm glauben. Oh, tötet die Söhne derer, die mit ihm glauben. Boah, guck mal da. Der Koran befiehlt die Kinder, die männlichen Kinder zu töten. So. Dann gehst du nur zu der Sure hin. Sure 40, die Sure Rafir. Dann liest du erstmal Vers 23 und 24, logischerweise. Worum geht's denn da? Wer befiehlt denn dort, Kinder zu töten? Wer denn? Wer könnte das in der Geschichte gewesen sein? Wissen wir schon. Tötet die Söhne derer, die mit ihm glauben. Ja. 40, 23, 24. So, jetzt fangen wir mal bei Vers 23 an. Gut zugehört. Wir sandten damals Moses mit unseren Zeichen zu Pharao, Haman und Karun, Korah auf Deutsch. Aber sie sagten, also Moses und seine Leute, er ist ein verlogener Zauberer. Krass, ne, dass ich diesen Vers heute ausgewählt habe. Ne? Er ist ein verlogener. Heute sagen sie auch zu mir, Lügner, Alhamdulillah, sind wir in die Fußstapfen getreten, möge Allah uns besser machen. Unsere Sünden verzeihen. Er ist ein verlogener Zauberer. Als er ihnen nun von uns die Wahrheit brachte, sagten sie, tötet die Kinder von denen, die mit ihm glauben. Also das ist eine Aussage vom Pharao, ja, gegen die Anhänger Moses, dass der Pharao befohlen hat, die Kinder der Anhänger Moses zu töten. Wenn die Rechtspopulisten damit kommen, ja, und erzählen, dann guck mal, im Koran steht dieses, im Koran steht jenes. Was sagen wir dann? Wir sagen dann, was steht denn bei dir in 2. Samuel 15, 13 oder 1. Samuel? Und sie sollt ihr der Vernichtung weihen.
und ihr sollt keine Gnade an ihnen haben und ihr sollt sie zu Tode bringen, Mann wie Frau, Kind wie Säugling. Bibelvers, Bibelvers. Dann sagt er, ja, aber du musst das im Kontext verstehen. Du musst das im richtigen Kontext verstehen. Du musst dir erstmal den Kontext anschauen, in welchem Kontext das herabgesandt wurde. Sehr schön. Warum nicht, liebe Mitmenschen, dieselbe Herangehensweise, wenn es um Koranverse geht? Warum nicht dieselbe Herangehensweise, wenn es um Koranverse geht? Warum fordert man bei Bibelversen, wenn ich zum Beispiel zitiere Matthäus 10, Vers 34, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja? Warum, wenn ich diesen Vers bringe, ja, warum wird dann erzählt, hey, also Jesus sagt, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Dann sagt der Christ, und er hat recht, dann sagt er, ja, du kannst nicht nur einen Vers aus der Bibel herausziehen und lässt andere Verse aus. Du musst diesen Vers im Sinne anderer Verse verstehen. Und wir glauben nicht, dass das Christentum eine gewalttätige Botschaft ist. Eine gewalttätige Botschaft ist, das glauben wir nicht. Okay, weiter im Text. Jetzt geht's weiter über zu Koranversen, die dann gebracht werden, um die Gewalttätigkeit des Islams darzustellen. Hier, da wird dann zum Beispiel zitiert, Bruder, halt mal kurz. Da wird dann zum Beispiel zitiert, Sure 2, Vers 191, und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Was hat er eben gesagt, der Rechtspopulist? Ja, wenn es um Bibelverse geht, musst du dir auch den Kontext anschauen. Jetzt bringt er diesen Vers und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Was ist die Antwort darauf? Für die Nichtmuslime. Für die Nichtmuslime. Vielleicht kommt jemand zu euch und sagt zu euch, guck mal, im Koran steht, tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Das heißt, der Muslim, der neben dir wohnt, neben dir in deinem Haus wohnt, der will dich töten, der will dich vernichten. So, was sagen wir? Wir sagen, wenden wir doch denselben Maßstab an wie bei der Bibel. Wie war es nochmal bei der Bibel? Mal den Kontext beachten. Und dann steht erstmal in Sure 2, Vers 190. Das heißt, nein, jetzt Bruder, jetzt muss ich weitermachen, Bruder. Jetzt in Sure 2, Vers 190 steht, und bekämpft auf den Weg Allahs die, die gegen euch kämpfen, aber übertretet nicht. Ich habe extra hier die Übersetzung von Rudi Paret. Das ist ein Nicht-Muslim. Das ist ein Nicht-Muslim. Rudi Paret, okay? So. Und kämpft um Gottes Willen gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, aber begeht keine Übertretung, indem ihr den Kampf auf unrechtmäßige Weise führt. Das heißt, dieser Vers tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Redet von einer Kriegssituation, wo die Aggression von den Nichtmuslimen ausgegangen ist und die Muslime sich verteidigen. So, aber wie versucht er das darzustellen? Als wenn das bedeuten würde, hey, ich komme morgen zu dir und bringe dich um. Das wird er damit sagen. So. Und dann steht in Vers 192, wenn sie aber aufhören, das heißt, sie hören auf, gegen euch zu kämpfen, Entschuldigung, das sind Vers 193, also zwei Verse danach. Wenn sie aber aufhören, gegen euch zu kämpfen, ja, dann sind alle weiteren Übergriffe, gewaltigen Übergriffe, untersagt. Es sei denn gegen die Frevler. Das heißt, was heißt das? Das heißt, hier wird etwas aus dem Koran völlig misszitiert. Nächste Stelle. Halt, Bruder, einer muss mir das halten. So. Sure 2, Vers 216, ja, wird dann benutzt, da steht, vorgeschrieben ist euch der Kampf, doch er ist euch ein Abscheu, ja, so, warum lesen Sie nicht, was danach dort steht, wann ist der Kampf hier vorgeschrieben, hier steht dann danach, in Vers 217, steht dort,
Und der Versuch, Gläubige zu verführen, wiegt schwerer als töten. Ja? Und sie werden nicht aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen. Was heißt das? Das heißt, hier wird wieder davon geredet, von einer Situation, wo die Gewalt und die Aggression von den anderen ausgegangen ist. Nächster Vers. So. Wie gesagt, hier sind so viele Verse und es ist überall dasselbe. Und wer sich davon überzeugen will, ich habe schon mehrere Vorträge über dieses Thema gemacht, der kann einfach zum Beispiel den Vortrag angucken vom Hassprediger Pierre Vogel, Krieg und Frieden im Islam, kann er sich angucken. Da habe ich auf andere Verse geantwortet. Ein anderer sehr beliebter Vers, der immer genannt wird, ist in Sure 9, Vers 5, wo gesagt wird, فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Das heißt, wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Was ist hier wieder dasselbe? Kontext wird nicht genannt. Denn wann ist dieser Vers herabgesandt worden? In einer Kriegssituation. Und danach steht im nächsten Vers, وَإِنْ أَحَدُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْهِرُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ. Wenn einer von den Götzendienern bei dir Zuflucht sucht, dann gewähre ihm Zuflucht, bis er das Wort Allahs hört. Bis er das Wort Allahs hört. Und was dann? Soll man ihn dann danach töten? Nein. ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَ. Dann bringe ihn zu einem Ort der Sicherheit. Hier heißt es nicht nur, lass ihn gehen. Das heißt, er hat eben gegen dich gekämpft. Der hört das Wort Allahs, nimmt es trotzdem nicht an. Der wird nicht nur gehen gelassen, dem wird sogar freies Geleit gewährt und ihm wird Schutz gewährt und er wird zu einem Ort des Schutzes gebracht. Was ist? Ja, da protestieren die richtigen Leute miteinander. Ja. Guck mal, ihr müsst immer aufnehmen, solche Gegendemonstranten sind der pure Luxus. Aber Alhamdulillah, ich weiß, hier in Freiburg gibt es auch viele Menschen, die vernünftig sind, Alhamdulillah, die schon sehen, wer hier nur auf Provokation aus ist und wer hier einfach sich einen Vortrag anhören will, Alhamdulillah.